Sehen Sie, meine Herrschaften, das ist der Globus. Die Erde ist eine Kugel, weil der Schöpfer voraussah, dass sie zum Kugeln würde. Die Erde dreht sich dauernd. Sie ist schon ganz überdreht. Und ihre Bewohner laufen dauernd hintereinander her. Die Kinder hinter dem Ball, die Jünglinge hinter den Mädchen, die Jäger hinter den Posten, die Gläubiger hinter den Schuldnern und das Finanzamt hinter allen. Am meisten rennen ja die Gläubiger. Das ist in jedem Land, in jeder Stadt dasselbe. Zum Beispiel schauen Sie hier, das Gewimmel. Das sind natürlich nicht alles Gläubiger. Da sind schon auch ein paar Schuldner dabei. Die Gläubiger rennen von Tür zu Tür. Aber statt Geld gibt's überall faule Ausreden. Der eine sagt, kommen Sie am ersten. Der will dem Gläubiger ja auch nicht das letzte rauben, was er hat, nämlich seinen Glauben, dass er mal was kriegt, und meint deshalb, kommen Sie am ersten. Die Hausangestellte hat einen ganz ausgefallenen Vorschlag. Sie meint, kommen Sie am ersten. Während dieser Herr es sich nicht nehmen lässt, dem Kassierer den Vorschlag persönlich zu unterbreiten. Kommen Sie am ersten. Sie sehen, auf diesem Gebiet gibt es auch hoffnungsvollen Nachwuchs. Und so wird man auch in Zukunft sagen... Und die Rechnung schicken Sie mir dann bitte zu. Selbstverständlich, Herr Bertram. Wir ehren Sie uns bald wieder. Und vielen Dank auch. Immer dasselbe. So geht das nicht weiter. So nicht. Jeder kauft und keiner bezahlt. Wenn Sie auch allen Leuten Kredit geben? Na, von irgendwas muss ich ja schließlich leben. Ist ja kein Leben, Herr Colbert. Ja, da haben Sie recht. Vorne lacht man und hinten knirscht man mit den Zähnen. Da. 683 Mark seit 4 Monaten. 750 Mark, 5 Monate. Hier, 918 Mark, wer ist denn das? Ach, Herr Bruno Freiberg. 10 Fracken. Welcher normale Mensch kauft sich 10 Fracken, wenn er kein Geld hat? Herr Freiberg ist kein normaler Mensch, Herr Freiberg ist Künstler. Ach, und deswegen braucht er nicht zu bezahlen? Nein, deswegen braucht er 10 Frackhemden, darf ich? Wieso braucht er zum Komponieren Fracken? Zum Komponieren nicht, aber zum Dirigieren. Von mir soll er 100 haben, aber bezahlen soll er sie. Wenn er sich schuldig bleiben will, soll er zur Konkurrenz gehen. Zur Konkurrenz? Da hat er ja auch Schulden. Wer Schulden hat, hat Sorgen. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Für den Likör macht er wieder Schulden. Die Schulden machen Sorgen. Die Sorgen machen Likör. Ich hab's ja gesagt, die Erde ist eine verdrehte Kugel. Und damit beenden wir unsere Sendung Frohsinn am Morgen. Sehr wichtig am Radio sind die Störgeräusche. Sonst würden immer alle Menschen am Radio nur einschlafen und nie einer aufwachen. Du, Charlie, wie spät ist denn? 10. Ich muss doch um 9 auf der Generalprobe sein. Das schaffst du jetzt nicht mehr. Warum hast du, schlampiger Geselle, mich nicht geweckt? Weil du, vergesslicher Bursche, mir nichts davon gesagt hast. Die wollten doch einen Wagen schicken. Hat's nicht geläutet? Und wie? Aber ich dachte's wollt wieder einer Geld. Und das ist mir aber verdammt unangenehm. Ausgerechnet heute, bei der Generalprobe. Was sollen denn die Leute sagen, wenn ich eine Stunde zu spät komme? Sie werden sagen, du hast dich entschieden gebessert. Vorige Woche bist du 2 Stunden zu spät gekommen. Willst du denn nicht aufstehen, Charlie? Wieso ich? Na, als Textdichter? Schließlich ist es ja auch dein Kind, das heute geboren wird. Wegen meiner blöden Texte stehe ich nicht auf.
Du, Charlie, was sag ich denn bloß, warum wir nicht aufgemacht haben? Wo die auch noch Sturm geklingelt haben. Also pass auf, sobald ich hier losfahre, rufst du an und sagst, du hättest mich zum Arzt bringen müssen. Mach ich. Und was fehlt dir? Ich hab mir ganz einfach am Fuß verknackst. Morgen, Meister. Ach, Sie sind's immer. Wie geht's denn? Ja, es kommt ganz darauf an, wie es meiner Olga geht. Na, heute Abend ist sie wieder ein Schuss. Da können Sie wieder haben, Ihre Olga. Wenn die Weiber bloß nicht immer so viel Geld kosten würden. Tja, das ist nun mal so. Rausgeben kann ich die Karre erst, wenn die Reparatur bezahlt ist. Ja, vielleicht habe ich die 300 Mark heute Abend schon. So? Ja, meine Tochter will sich in ihrem Geschäft einen Vorschuss nehmen. Na also, dann kosten die Weiber nicht bloß Geld, sie schaffen auch ran. Ich war eigentlich immer sehr mit Ihnen zufrieden, Fräulein Imhoff. Das freut mich, dass Sie das sagen, Herr Colbert. Ich wollte Sie nämlich gerade heute meinen kleinen Vorschuss bitten. Ne, hören Sie erst mal zu. Sie sind eine so erstklassige Kraft. Kassierin und Verkäuferin in einem. Darüber kann doch jeder Chef nur glücklich sein. Warum sagen Sie denn das so traurig, Herr Colbert? Weil so ein begabtes Mädchen wie Sie verliert man eben nicht gern an jemand anderen. Aber ich denke doch gar nicht dran zu kündigen. Sie nicht, aber ich. Herr Colbert, das kommt so plötzlich. Das kommt gar nicht plötzlich. Mich hat es genug schlaflose Nächte gekostet, aber ich kann mir einfach kein Personal mehr leisten. Was soll ich denn jetzt machen? Alles. Nur nicht weinen. Na, wenn die Zeiten besser werden, dann hole ich Sie natürlich sofort wieder. Einmal muss ich die Welt ja ändern. Wenn ich darauf warten soll. Bedanken Sie sich bei meinen faulen Kunden. Wenn die bezahlen würden, dann... Wenn? Ja, wissen Sie denn gar nicht, wo Sie was Passendes finden könnten? Doch. Sehen Sie, wo denn? Bei Ihnen. Moment mal, Ihnen. Sie haben doch gesagt, es liegt daran, dass Ihre Kunden nicht bezahlen. Ja. Dann muss ich eben zu Ihnen hingehen und kassieren. Wenn man das Wort kassieren hört, schaut man sofort woanders hin. Man betrachtet zum Beispiel einen Blumenladen oder schaut einem hübschen Mädchen nach. Zum Gervinusmarkt. Was wird denn daraus? Sie haben ganz recht, aber vielleicht nehmen Sie mich doch ein kleines Stück mit. Ich bin in so schrecklicher Eile. Ja, aber... Es ist wirklich sehr dringend. Wir haben ja sowieso fast den gleichen Weg. Wirklich? Also dann zuerst Hansaring. Aber ich wohne doch Gervinusmarkt. Das ist genau entgegengesetzt. Aber das macht doch nichts. Dafür haben wir wenigstens die Freude, ein kleines Stück miteinander zu fahren, gnädiges Fräulein. Frau. Oh, verzeihen Sie. Aber meine Freude wird dadurch nicht getrübt. Sagen Sie mal, Menschen gibt es... Ganz recht, gnädige Frau. Viel zu viel. Und viel zu wenig Taxen. Paradiso? Ja, hier Charlie Stein. Bitte Herrn Direktor Petersen. Dringend. Ja, Herr Freiberg ist nämlich leider... Ich möchte Herrn Petersen das gern persönlich erklären. Einen Augenblick bitte, ich rufe Herrn Petersen. Herr Direktor. Herr Direktor, Telefon. Herr Stein wegen Herrn Freiberg. Um Gottes Willen, ist was passiert? Petersen? Ist schon unterwegs. Schon ist gut. Also, Ihre Erklärung können Sie sich sparen. Ich kenne sämtliche Ausreden der Welt. Auf dem Gebiet können Sie mir nichts Neues erzählen. Na, nun hören Sie doch mal zu. Heute Morgen im Badezimmer ist er über die Seife ausgerutscht. Hallo, sind Sie noch da? Schon weg. Ich wäre bestimmt nicht so aufdringlich gewesen, aber ich muss ganz schnell zu einer Geburt. Ach, Sie sind Arzt? Nein, ich bin der Vater. Das heißt, mein Freund und ich, wir sind die Väter. Darum habe ich auch einen Frack an. Aber das können Sie sicher alles nicht verstehen. Na, ehrlich gesagt, nein. Nun, ich kann es Ihnen auch leider nicht erklären. Wir sind schon da. Na endlich, der ganze Betrieb wartet schon. Wem sagen Sie das? Die Rückfahrt ziehen Sie gleich mit ab. Noch eine Frage. Sind Sie mir noch böse? Nein. Sie nehmen mir wirklich einen Stein von der Seele. Bringen Sie die gnädige Frau gut zum Gervinusmarkt. Und nochmals, vielen Dank. Otto, ist das Mikro in Ordnung? Kratz mal. Okay. Er ist da. Da kann es ja losgehen. Meine Damen, bitte in die Garderobe. Ist das Orchester vollständig? Bis auf Herrn Bruno Freiberg, ja. Und der ist auch da. Schönen guten Morgen. Den hast du mir allerdings bereitet, den schönen guten Morgen. Wieso? Hat Charlie dir denn nicht erzählt, was mir passiert ist? Ich habe ihn gar nicht erst ausreden lassen. Ach so. Na dann entschuldige. Rundfunk ist auch da? Na, jetzt kann ich allerdings verstehen, was du durchgemacht hast. Du entschuldige, Elga. Ich gehöre leider zu den Leuten, die dir nicht böse sein können. Na, das ist aber lieb von dir. Hoffentlich, meine Herren, gehören Sie auch zu dieser liebenswürdigen Gattung. Na, dann wollen wir mal. Otto, Achtung, Aufnahme. In Ordnung. Haben Sie meine Noten? Welche Noten, Herr Freiberg? Das Arrangement, das ich gestern Nachmittag geschrieben habe. Die Mappe in der Taxe, Sie standen doch davor. Ja, aber Sie haben mir nichts gesagt. Man kann sich aber auf keinen Menschen mehr verlassen. Jetzt schwimmen die Noten irgendwo in der Taxe. Otto, keine Aufnahme. In Ordnung. Was stehen Sie denn da herum, Mensch? Sofort einen Wagen hinterher. Jawohl. Aber wohin? Gervinusmarkt.
Passen Sie auf! Stehen Sie hier nicht im Weg rum! Ich wollte doch nur die... Moment mal, das ist doch... Sie ist da. Wer? Die Dame, die Notenmappe. Die Dame mit der Notenmappe. Na, Gott sei Dank. Das finde ich wirklich zauberhaft von Ihnen. Wenn ihr in eurem nächsten Programm einen Engel braucht. Hier. Vielen Dank, gnädige Frau. Bitteschön. So, jetzt bleiben Sie auch ein bisschen hier. So eine Generalprobe ist sicher etwas Neues für Sie. Schon. Darf ich Sie übrigens mit Frau Ilga Reiner bekannt machen? Guten Tag. Er hat wieder mal eine reizende Musik geschrieben. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe Herrn Freiberg eben erst zufällig kennengelernt. Ich glaube nicht an Zufälle. Bruno, wir müssen anfangen. Entschuldigen Sie. Nehmen Sie doch Platz, gnädige Frau. Otto, Achtung, Aufnahme. In Ordnung. Nein, keine Aufnahme, ich brauche jetzt noch eine Probe. Otto, keine Aufnahme. In Ordnung. Worauf wartest du noch? Du fühlst es ja doch, seit wir uns zuerst gesehen. Unser Herz ist bereit, versäum nicht die Zeit. Was geschehen muss, wird geschehen. Das Schicksal hat ja gesagt, sag du doch nicht nein. Das Schicksal hat ja gesagt, es soll wohl so sein. So wie am Himmelszelt zwei Sterne wandern, geht auch in unserer Welt ein Herz mit dem anderen. Das Schicksal hat ja gesagt, nun sag doch nicht nein. Ich habe mein Herz gefragt, es liebt dich allein. Warum willst du deinem Vater nicht einfach alles erzählen? Ich will ihn nicht beunruhigen. Er ist ja sowieso ganz deprimiert, weil er seit über einer Woche nichts verdient hat. Mein Mädchen, auf die Dauer lässt sich das ja doch nicht verheimlichen. Naja. Einen Ausweg habe ich ja noch. Na, am K. Na, Otto, komm, ich mach dir Platz. Guten Abend, Vater. Guten Abend, Inge. Na, Inge, wie sieht's denn aus? Oh, ganz gut. Hast du mit Colbert gesprochen? Ja, nein, er ist verreist. Ach, so dumm. Ich hatte gehofft. Lass mal, Vater, es wird schon. Es wird bestimmt. Inge ist von einem schönen, tiefen Optimismus beseelt. Ihr Optimismus ist deshalb so tief, weil er keinen Grund hat. Da sollte sie mal diesen Herrn hier fragen, Herrn Schäfer. Der ist Angestellter eines Inkassobüros. Der weiß, es gibt zwei Arten von Schuldnern. Sparer und Schieber. Die Schieber verschieben das Schuldenbezahlen und die Sparer ersparen sich's. Er kommt jetzt als hundemüder Treppenterrier nach Hause und möchte gestreichelt werden von seiner Frau. Guten Abend, Gitta. Ach, Gustav. Das hast du aber hübsch gemacht. Mit den Blumen? Naja, ein bisschen nett sollst du es doch auch haben. Wenn du den ganzen Tag rumgelaufen bist. Was ist denn? Kriege ich keinen Kuss? Moment mal, du. Ich muss mir erst mal die Hände waschen. Ich bring dir gleich einen Tee. Wie war's denn heute? Hast du viel Ärger gehabt? Du weißt ja, es gibt angenehmere Berufe. Aber Hauptsache, man hat zu tun. Und zu einer kleinen Freude reicht es immer noch. Du? Hm? Ich muss dir was gestehen. Was denn? Ich habe mir heute eine Taxe genommen. Das ist ja furchtbar. Ja, wegen der Blumenkästen. Was ist denn das? Ach, das hat dir doch neulich in der Auslage so gut gefallen. Ach, das ist aber nett von dir. Und mein Monogramm ist auch drauf. Freust du dich? Ja, sehr. Wir hören jetzt einen musikalischen Querschnitt aus neuen Kabarettprogrammen. Was hast denn heute so tagsüber gemacht? Oh, nichts Besonderes.
Warum denn das? Hat dich die Musik gestört? Ja, ein bisschen. Komm, Charlie, beeil dich. Zur Premiere will ich nur wirklich mal pünktlich sein. Ein löblicher Vorsatz. Du hast mir übrigens noch kein Wort erzählt, wie es war heute Morgen. Wunderbar. Wird denn alles klappen? Klar. Na, toi, toi, toi. Da brauchst du gar nicht auf Holz zu klopfen. Ich bin ja schon mit dir verabredet für übermorgen. Sag mal, von was redest du eigentlich? Von der jungen Frau, die ich heute früh kennengelernt habe. Ha, ich frage, wie die Generalprobe war. Ach so, ja. Ich glaube, recht gut. Sie war jedenfalls begeistert. Weißt du, das Schöne an ihr ist, dass sie sich noch so ehrlich begeistern kann. Du, wir wollten doch heute ausnahmsweise mal pünktlich sein. Am anderen Morgen ist Inge bei ihrer Premiere als Kassiererin jedenfalls pünktlich. Ob auch erfolgreich? Immerhin herumrennen, Treppen steigen und klingeln kann sie jetzt schon. Da nimmt sie es mit den ältesten Gerichtsvollziehern auf. Guten Tag. Ja. Verzeihung, ich komme von Herrn Colbert. Mit schönen Grüßen. Ach, das freut mich aber. Sehr aufmerksam. Grüßen Sie ihn herzlich wieder. Nein, nein, ich meine, wie ist es denn mit dem Geld? Geld? Ja, mein liebes Fräulein, da muss ich Sie schon bitten. Kommen Sie am 1. Eben. Ja, ja. Das habe ich heute schon 6-mal gehört. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank für Ihren Besuch. Ich komme immer sehr gerne zu Ihnen. Sie sind meine liebste Kundin. Ja? Wieso denn? Bei Ihnen bin ich bis jetzt aber höchstens 5-mal umsonst gekommen. Man kriegt zwar gewöhnlich nur wenig von Ihnen, aber dafür haben wir eben das Vergnügen, uns öfter zu sehen. Sie sind so nett. Wenn Sie was holen, habe ich immer das Gefühl, Sie bringen was. Sehen Sie, nächste Woche bringe ich Ihnen dann wieder was. Oh ja, das wäre reizend. Vielen Dank. Wiedersehen. Ah ja. Na, mein Fräulein, der Seufzer kam mir mitten aus dem Herzen. Guck mal. Neid. Neid? Weil Sie das so fertig bringen. Ach, Sie laufen auch kassieren? Laufen ja, aber kassieren nein. Ich probiere es erst seit ein paar Stunden. Aber das Pech, das ich habe. Bei den einen bekommt man nichts und die anderen sind nicht zu Hause. Nicht zu Hause? Das kommt immer auf den Fall an. Für den Geldbriefträger sind alle zu Hause. Und wenn sie in der Badewanne sitzen. Aber wenn einer was holen will, dann muss er schon 100 Methoden haben. Für jeden eine andere. Sehen Sie, ich führe über jeden meiner Kunden Buch. Alter, Lieblingsthema und so weiter. Hier, Mertens, 48 Jahre, spricht nur von Krankheiten. Oder Vegetarier, Lieblingsthema, Astrologie. Man darf nämlich nie gleich von Geld sprechen. Für liebe Zeit, das gehört alles dazu. Da bekommt man es direkt mit der Angst. Das ist falsch. Das ist ganz falsch. Nein, die haben doch Angst vor uns. Wieso? Wissen Sie was? Wenn Sie nichts Besseres zu tun haben, kommen Sie doch ein Stück mit. Dann weiche ich Sie gleich mal in die Anfangsgründe ein. Bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich muss jetzt da drüben, in die Wolfgangstraße 19. Während Bruno noch in der Stimmung der gestrigen Premiere lebt, hält sich Charlie mehr an das, was er schwarz auf weiß besitzt. Du, hör mal hier, was das Tageblatt schreibt. Besonderen Anklang fand die einschmeichelnde Musik von Bruno Freiberg. Nicht zu vergessen die geistreichen Texte von Charlie Stein. Hier wohnen ein paar meiner schwierigsten Kunden. Hartnäckig und treu. Eine wahre Altersversicherung für einen Kassierer. Ganz oben Frau Behringer und im 2. Stock Frau Brandt und dann noch so ein netter, junger, begabter Musiker, ein Herr Freiberg. Herr Freiberg, den habe ich auch. Ach, Sie Ärmste. Wenn Sie kein junges Mädchen wären, würde ich Ihnen sagen, bei dem können Sie gleich Ihr Bett aufschlagen. Na, zu Hause ist er jedenfalls. Hören Sie? Ja, er ist da. Aber Geld ist kein Star. Unter uns, aber ganz vertraulich. In den nächsten Tagen, da müssen wir hier mächtig aufpassen. So um die Zeit kommt gewöhnlich die große Musikabrechnung. Ach, so ist das? Da bin ich ja heute ganz umsonst hier heraufgeklettert. Na, Sie können ja übungshalber ruhig mal klingeln, wenn Sie doch schon vor der Tür sind. Ich gehe inzwischen noch einen Stockwerk höher. Da habe ich auch noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Oh weh. Mein Gefühl ahnt nichts Gutes. Dein Gefühl? Mein feines Gehör sagt mir, es war ein freundliches Klingeln. Mach ruhig auf. Oh, mein Fräulein. Guten Tag. Gleichfalls. Warum handelt Sie es bitte? Ich komme von der Firma Henri Colbert. Oh, wie bedauerlich. Herr Freiberg ist nämlich leider nicht zu Hause. Wer hat denn da eben Klavier gespielt? Das war ich. Und das jetzt? Sind Sie das auch? Das kann ich mir auch nicht erklären. Da muss ich mal nachsehen. Vielleicht kommen Sie am 1. Feines Gehör. Eine Kassiererin war's von Colbert. Freundliches Klingeln. Hihi. Und mit dem Ohr bist du Musiker. Verschon mich bitte mit den geistreichen Texten von Charlie Stein. Verschon du mich lieber mit deiner einschmeichelnden Musik, wenn ich draußen behaupte, du bist nicht zu Hause.
Jetzt geht's bei Dr. Brandt los mit der Klingelei. Frau Dr. Brandt, Ihr Mann ist Facharzt für Nervenleiden. Bei ihr darf ich nur klingeln, wenn er in der Klinik zu tun hat. Ach, die macht Schulden hinter seinem Rücken. Nicht schlecht kombiniert für eine Anfängerin. Also das Klingeln ist die Seele des Kassierens. Am Anfang immer ein paar Mal lang und energisch. Aufgemacht kriege ich heute noch nicht. Die Dame ist noch nicht ganz reif. Aber noch so ein paar Tage, so früh und abends, dann ist es soweit. Na, das halten auf die Dauer die stärksten Nerven nicht aus. Und wer Schulden hat, hat ja sowieso ein empfindsameres Nervensystem. Nach einer Weile klingelt man melodisch und im Takt. Der Donauwalzer zum Beispiel wirkt verheerend. Und nun machen wir mal eine kleine Pause, damit der Kunde erleichtert aufatmet, weil er glaubt, man ist weg. Sie machen sich aber allerhand Mühe mit der Dame. Na ja, schauen Sie sich mal hier dieses freundliche Häufchen an. Ein bisschen an die frische Luft? Ja. Na, reizend sehen Sie heute wieder mal aus. Finden Sie? Und dabei fühle ich mich so angegriffen. Dieses entsetzliche Geklingel. Wir haben es schon hinter uns. So, das reicht für heute. Noch ein letztes kleines Lebewohl. Und dann können wir erstmal ein Haus weitergehen. Sagen Sie mal, das Kassieren ist ja direkt eine Wissenschaft. Es ist die Lehre vom schlechten Gewissen. Na? Wen haben Sie denn noch alles auf Ihrer Liste? Darf ich mal sehen? Bitte. Ach, da haben wir ja gleich eine Bekannte. Die Sängerin Elga Reiner. Sportblusen, eine Reithose. 580. Von der kriegen Sie keinen Pfennig. Da müssen Sie schon direkt an die Quelle gehen. An die was? An die Quelle. Die Quelle ist ein jovialer, älterer Herr namens Grigori. Ich gebe Ihnen nachher mal die Adresse. Er wohnt allerdings ein bisschen weit draußen am Stadtrand. Und Sie meinen, ich kann da so ohne weiteres hingehen? Der ist Kummer gewöhnt. Hoppla. Versuchen kann ich's ja mal. Ja. Tagsüber ist allerdings niemand zu Hause. Dann besuche ich ihn heute als Letzten. Bis zum Abend hat unsere Kassiererin eine ganz schöne Strecke hinter sich gebracht. Geld hat sie zwar keins eingenommen, aber Geld allein macht ja nicht glücklich. Dafür ist sie jetzt reich an Erfahrungen. Und das ist vielleicht noch wertvoller, denn die Erfahrungen kann ihr keiner rauben. Und falls ein Raubüberfall auf Sie als Kassiererin verübt werden sollte, ist sie dann fein raus. Wie in allen Berufen hat auch Inge als Anfängerin sehr unter der Konkurrenz der alteingeführten Firmen zu leiden. Kassierer ist ein ermüdender Beruf, aber gesund. Man kommt viel an die frische Luft, wird auch oft an die frische Luft gesetzt. Manchmal empfindet Inge es als taktlos zu stören. Zum Beispiel, wenn wie hier ein Ehepaar sich gerade mal in Ruhe über etwas unterhalten will. Es muss nicht immer Geld sein, was die Leute einem nachwerfen. Herr Grigori, zu dem Schäfer sie geschickt hatte, ist nicht nur ein älterer und jovialer Herr, sondern hat auch viele Laster. Zum Beispiel das Bild an der Wand ist das Laster von dem bekannten Maler Franz von Stuck. Dann hat er das Laster, Rotwein zu trinken, wie Sie sehen. Dann hat er eine Leidenschaft für schicke Hausjacken. Und was das Allerschlimmste ist, er spielt gern. Junge Mädchen am Kinn. Oh, das ist aber hart im Nehmen. Am einfachsten wäre es ja, wenn man sich das Geld von der Bank holen könnte. Mein Gott, wie es doch die Leute mit einem Bankguthaben gut haben. Anstattdessen sitzt man da und merkt, dass nicht nur die Illusionen, sondern auch die Strümpfe ein Loch bekommen haben. So ist das Leben nun mal. Die eine hat nichts und wird auch noch ihre Illusionen los. Die andere hat herrliche neue Ohrclips und auch noch die Illusion, dass sie ihr gut stehen und dass sie damit auf ihren Mann Eindruck machen wird. Schön, dass du schon da bist. Ja, ja. Danke euch. Tag, tag, mein Kind. Was ist denn? Hast du Ärger gehabt? Ach, zu dumm sind die Menschen. Weißt du, manchmal kann man sich wirklich schon ärgern. Der Kollege Emmenberger hat mir da einen Fall zur Prüfung vorgelegt, mit dem man nichts anzufangen weiß. Dabei ist es ein ganz klarer Fall. Na, wollen wir mal sehen. Nein, 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 du, vor dem Essen wird nicht mehr gearbeitet. Wieso, ist das Essen schon fertig? Hm? Na, fällt dir gar nichts auf an mir? Tja, bisschen abgespannt siehst du aus.
Hast du nicht genug geschlafen? Naja, du kommst jetzt auch in das Alter, wo man genügend schlafen sollte. Ach, da steht's ja. Genau dieselben Symptome. Klarer Fall von genuiner Epilepsie. Tja, ja. Arzt sein heißt eben mit offenen Augen durch das Leben gehen. Der Künstler ist nervös. Der Künstler ist nur für Pünktlichkeit. Bei den Frauen. Bei der Arbeit weniger. Bei der Arbeit besteht ja auch keine Gefahr, dass sie davonläuft. Sind Zigaretten im Haus? Sieh doch mal nach unter dem Tisch da. Übrigens, wenn wir nachher kommen, sei diskret. Sei aber auch wieder nicht zu diskret. Du hast manchmal so eine Art Diskretion, die noch schlimmer ist als Aufdringlichkeit. Ich werde die Gelegenheit benutzen, um das Radio zu versetzen. Hoffentlich kommt's überhaupt mit dir her. Na, da gibt's doch unseren guten alten Trick. Du erwartest dir zu Hause ein dringendes Ferngespräch. So pünktlich um 2:30 hätte Bruno gar nicht da sein müssen, denn es wird von Gitta gar nicht gewürdigt. Sondern sie sagt, als sie um 3:45 kommt, mit der Unschuldsmiene, mit der Frauen die Männer immer in solchen Fällen entwaffnen. Komm ich zu spät? Nein, nein, ich war zu früh. Und das Warten kam mir vor wie eine Ewigkeit. Eigentlich wollte ich gar nicht kommen. Aber warum denn? Ich weiß nicht. Hier kann uns doch jeder sehen. Ich wollte Sie sowieso bitten, kommen Sie doch mit zu mir. Ich erwarte nämlich zu Hause ein dringendes Ferngespräch. Gut, es ist mir recht. Herr Oberzahn. Sagen Sie mal, wie ich da vorgestern auf der Probe gesessen habe, wie ein dummer Backfisch, weil das alles so neu für mich war. Da haben Sie mich wohl sehr komisch gefunden. Aber ganz im Gegenteil, ich fand es sehr schön, dass jemand so sein kann. So verwundert. Ja, das war ich. Ich muss Ihnen übrigens etwas gestehen. Ja? Stimmt gar nicht, dass ich zu Hause ein dringendes Ferngespräch erwarte. Ich habe das nur so gesagt. Sind Sie jetzt böse? Nein, jetzt, wo Sie mir das so ehrlich sagen, gehe ich viel lieber mit. Darf ich bitte kassieren? Bitte. 2,20 Mark. Jetzt muss er gleich kommen, der Dr. Brandt. Um 2:30 geht er gewöhnlich in die Klinik und dann kann ich bei seiner Frau mein tägliches Pensum mal runterklingeln. Aber wenn sie nicht bald zahlt, dann muss ich doch mal vorsprechen, wenn der Herr Doktor zu Hause ist. Das ist er. Komische Geschichte ist das. Mit der Ehe ist doch bestimmt was nicht in Ordnung. Sonst macht man doch nicht solche heimlichen Sachen. Komm, Becky. Man kann froh sein, wenn man sowas in der eigenen Familie nicht kennt. Ach, Sie sind auch verheiratet? Natürlich, ich kann Ihnen sagen. Na, es denkt ja jeder, er hätte die Beste, aber ich habe wirklich Glück. Ich kann wohl behaupten, ich tue auch alles für meine Frau. Das darf er wirklich mit gutem Gewissen sagen, während Frau Schäfer nur mit einigermaßen schlechtem Gewissen sagen kann. Hoffentlich sieht mich niemand. Aber ausgeschlossen kein Mensch. Und während Herr Schäfer in immer höheren Tönen von seiner Frau schwärmt, sinkt Gitta moralisch immer tiefer, wenngleich sie im Fahrstuhl nach oben fährt. Da sieht man mal wieder die Segnungen des Fortschritts. Wie wäre die Geschichte im Mittelalter ausgegangen? Aber die neuzeitlichen Erfindungen ermöglichen es den Menschen, richtig aneinander vorbeizuleben und öffnen der Sünde Tür und Tor, Fahrstuhltür und Wohnungstor. Ah, guten Tag, Nilfrau. Das ist mein Freund Charlie Stein. Ja, Verzeihung, aber Bruno, gerade ist das Münchner Gespräch an der Strippe. Moment, ich sag, du kommst. Hallo, wer spricht? Ah, Herr Generalintendant. Ja, grundsätzlich will Herr Freiberg den Auftrag gern annehmen, nur... Wie meinen Sie? Ich verstehe Sie nicht. Die Verständigung ist schlecht. Ach so, Vorschuss! Nein, so nötig hat's Herr Freiberg nicht. Charlie, du kannst einhängen. Das Gespräch ist gestrichen. Du Schuft. Verzeihung. So sieht's also bei einem Komponisten aus. Gefällt's Ihnen, Frau Gitta? Gitta? Na ja, Ihren Zunamen kenne ich ja noch nicht. Ja. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke. Was ist denn? Ich wollte nur sagen... Ich bring jetzt das Radio zur Reparatur. Ist gut. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, Verzeihung, das ist ein Irrtum. Ich dachte, außerdem ist Herr Freiberg gar nicht da. Glauben Sie das, Herr Schäfer? Natürlich ist Herr Freiberg da. Denn da drin hängt ein Damenmantel. Also ist Besuch da. Und wenn ein Damenmantel da ist, handelt es sich um Herrn Freiberg. Diese verlogene Gesellschaft, diese verlotterte. Nirgendwo ein Pfennig, überall nur Ausreden. Der eine sagt, lassen Sie mir Ihre Zahlkarte da, und der andere, ich komme vorbei. Beim dritten erlebt man sonst was. Ich habe es satt, satt bis dahin. Ja, wenn Sie so schnell aufgeben wollen, Imhoff. Aufgeben, Herr Schäfer? Jetzt sollen diese Herrschaften einmal sehen, dass Sie so etwas mit mir nicht machen können. Fräulein Imhoff? Ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Nein, ich wollte eigentlich nur Bravo sagen. Das ist genau die richtige Stimmung für diese beiden Burschen. Aber... Ach, Sie meinen, dass die mir nicht aufmachen wollen? Der war doch eben schon zum Weggehen angezogen. Ich setze mich jetzt da oben auf die Fensterbank.
Er muss ja irgendwann einmal herauskommen, nicht? Ja, aber ich verstehe nicht recht, liebes Fräulein Imhoff. Wozu, wenn kein Geld da ist? Wozu? Wir sollen wenigstens wissen, was ich von Ihnen denke. Also dann viel Vergnügen. Bis später. Für Inge bleibt nur noch eines übrig, abwarten und, da sie dummerweise keinen Tee mitgenommen hat, Obst essen. Aber was wir vom Fahrstuhl sagten, gilt in noch höherem Maße vom Radio. Durch das Radio bieten sich den modernen Menschen ganz andere Möglichkeiten. Es erweitert den Horizont dermaßen, dass man gar nichts mehr sieht. Und das Schöne ist, es geht immer alles programmgemäß. Charlie ist weg. Wir sind jetzt ganz allein, Gitta. Wollen Sie mir nicht etwas vorspielen? Ich finde es so lieb, dass Sie mitgekommen sind. Vielleicht eine eigene Komposition? Ja, gern. Das Schicksal hat ja gesagt, es soll wohl so sein. Wissen Sie noch? Das ist das Lied, bei dem wir uns kennengelernt haben. Ja. Schön. Seitdem ich dich sah, begann das Leben für mich. Ich hätte nicht mitkommen sollen. Warum nicht, Gitta? Man soll da bleiben, wo man hingehört. Aber du gehörst doch hierher. Zu mir. Guten Tag. Ich komme von der Firma Colbert. Hören Sie mal, das ist ja... Haus Friedensbruch, ich weiß. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich? Raten Sie mal. Und da kommen Sie so einfach hier herein? Oh, so einfach war das gar nicht. Da gehört schon eine ganz gehörige Portion Glück dazu. Störe ich hier, Herr Freiberg? Nein, nein, es handelt sich nur um eine kleine Rechnung. Verzeihen Sie, gnädige Frau. Warum entschuldigen Sie sich, Herr Freiberg? Ich muss mich entschuldigen. Aber es ist wirklich sehr dringend. Ja, ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Das macht nichts. Dafür habe ich umso mehr. Wenn Sie gestatten, setze ich mich da drüben in die Ecke. Ich vertrag längeres Stehen so schlecht. Längeres? Ja, bei solchen Sachen muss man viel Geduld haben. Man muss die Menschen entnerven. Na, in dieser Beziehung haben Sie es ja schon zu einer gewissen Meisterschaft gebracht. Ich hatte ja auch den besten Lehrmeister, den man sich denken kann. Wen interessiert das? Ich dachte Sie, weil er ja auch bei Ihnen ein- und ausgeht. Wenn Sie bloß nicht auch noch den Namen Schäfer. Ich soll Sie übrigens schön von ihm grüßen. Vielleicht kommt er nachher auch noch vorbei. Herr Freiberg, ich möchte jetzt gehen. Aber ich bitte Sie, ich werfe das Mädchen einfach hinaus. Es ist ja nicht nur deshalb. Guten Tag. Es tut mir so leid, Gitta, dass diese dumme Geschichte unser erstes Zusammensein gestört hat. Vielleicht soll es so sein. Aber nein, an so etwas dürfen Sie nicht denken. Sie müssen wiederkommen, versprechen Sie es mir. Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Bitte rufen Sie mich an. Wir werden uns wiedersehen, ja? Vielleicht. Sicher. Der Fahrstuhl ist gerade besetzt. Ach, ich laufe erst die Treppe runter. Was meinst du, was mir mit dem Apparat passiert ist? Das kannst du mir später erklären. Jetzt sag mir erst einmal, wie dieses Mädchen in die Wohnung gekommen ist. Was für ein Mädchen? Blöde Frage. Ich verstehe kein Wort. Sieh dir das an. Nanu, das ist ja die verkehrte Dame. Das sag ich dir doch. Guten Tag, Herr Stein. Wie kommt die denn hier rein? Das wollte ich dich fragen. Aber Herr Stein, Sie haben mir doch selber die Tür aufgemacht. Ich? Ja. Und hinter mir fein säuberlich wieder zugemacht. Also kein Wort ist wahr. Also Charlie, ich flehe dich an, schaff mir das junge Mädchen vom Hals. Nun passen Sie mal auf, mein kleines Fräulein. Am besten ist es... Sie lassen mir eine Zahlkarte da. Ich weiß. Aber nun mal im Ernst. Ich komme morgen früh... Morgen mal im Geschäft vorbei. Aber wirklich? Vorbei kommen Sie schon. Aber nicht hinein. Ohne Geld kriegen wir die nicht raus. Sag mal, was ist denn eigentlich mit dem Radio? Tja, das Leihamt nimmt es nicht ab. Wieso? Das ist doch ein guter Apparat. Ja, das schon. Aber die wollen die Quittungen sehen, ob die Raten alle bezahlt sind. Sowas von Misstrauen. Worauf warten Sie eigentlich noch? Auf das Gleiche wie Sie, auf den Geldbriefträger. Na, hoffentlich wird Ihnen die Zeit nicht zu lang. Ach nein, ich werde mich schon beschäftigen.
Vielleicht nehmen Sie lieber gleich das da. Nun hören Sie mal zu, ich will Ihnen mal was sagen, mein Fräulein. Das ist er. Wer? Der Geldbriefträger. Bist du sicher? Aufmachen muss man jedenfalls. Sei aber vorsichtig. Guten Tag. Er ist es! Er ist es! Seien Sie uns herzlichst willkommen! Moment mal! Ein Mann wie Sie darf doch nicht so sang- und klanglos eintreten. Wie viel ist es denn? 4,50 Mark. Wie bitte? 4,50 Mark? Wer schickt uns den 4,50 Mark? Nein, Nachname. Verlagsbuchhandlung Weiß. Ach, das ist das Reimlexikon, das ich bestellt habe. Für deine geistreichen Texte. Na, wie ist es denn, meine Herren? Ja. Also wissen Sie, so gern wir Ihren Besuch bei anderer Gelegenheit haben. Aber, meine Herren, wegen 4,50 Mark noch mal die Treppen laufen. Herr Freiberg. Ja, bitte? Entschuldigen Sie, ich habe da gerade gehört, wenn ich Ihnen bis morgen aushelfen darf. Sie? Oh, das ist 13 von Ihnen. 4,50 Mark waren ja. Es. 5 Mark. Ist gut so. Danke sehr. Bringen Sie natürlich trotzdem zur Tür. Und vielen Dank auch, Fräulein. Ja, das wollte ich auch sagen. Sie haben uns da wirklich einen großen Gefallen getan. Ihnen? Nein, dem Postboten. Seit gestern habe ich nämlich ungefähr eine Ahnung, was das heißt. Treppensteigen für nichts und wieder nichts. Darf ich Ihnen wenigstens einen Cognac anbieten? Mensch, Bruno, mir ist ganz flau im Magen. Aber was glaubst du, wie mir die Nachname in die Glieder gefahren ist? Auf den Schrecken muss man unbedingt was zu sich nehmen. Müsste. Ich bestell einfach eine kleine Mahlzeit hierher. Gablonski schickt doch ins Haus. Glaubst du, dass die Vertrauen zu uns haben? Ja, natürlich. Die kennen uns doch gar nicht. Ja, ist dort Restaurant Gablonski? Ja, hier bei Bruno Freiberg, Wolfgangstraße 19. Wir hätten gern sofort ein kleines Essen hierher. Was können Sie uns denn empfehlen? Ja, fein! Du, die haben heute geräucherten Stör. Bitte? Moment. Magst du Hühnercremesuppe? Was halten Sie von Hühnercremesuppe? Nicht schlecht. Hauptsache, es schmeckt Ihnen. Also gut. Und dann Ente. Mhm. Und als Nachtisch Ananas. Oder lieber Erdbeeren? Das müssen Sie schon allein entscheiden. Also beides. Hören Sie! Ananas und Erdbeeren. Mit Schlagsahne. Und einen schönen leichten Mosel. Für 3 Personen. Ha? Naja, natürlich. Für 3 Personen. Ja, und die Rechnung schicken Sie dann am 1. Sie machen uns doch das Vergnügen. Vielen Dank, Herr Freiberg, aber ich möchte lieber verzichten. Warum? Unbezahlte Sachen liegen mir zu schwer im Magen. Außerdem muss ich weiter. Es gibt nämlich noch ein paar andere Kunden, bei denen Bestellen groß und Bezahlen klein geschrieben wird. Auf Wiedersehen, meine Herren. Bis morgen. Halt, mein Fräulein. Sie haben Ihre Handtasche vergessen. Danke, sie gehört nicht mir. Und guten Appetit. Mahlzeit. Komisches Mädel. Will nicht mitessen. Sag mal, wie fandest du das eigentlich mit den 5 Mark? Reizend. Tja, aber ein bisschen peinlich. Kann man wohl sagen, was? Na, Gott sei Dank hat Inge ja nicht nur Kunden besucht, wo sie Geld mitbringen musste. Einige haben sogar gezahlt. Ist kaum zu glauben, was? Aber immerhin, 300 Mark hat sie zusammenbekommen. Na, Imhoff, wie steht's denn? Ihr Wagen ist fertig, Sie können ihn jederzeit abholen. Na, da kommt meine Tochter. Vielleicht bringt sie das Geld schon mit. Namens Herr Dreier. Namens Vater. Namens Inge. Ha, müde. Na, Inge, deine Tasche ist ja so dick. Sehen Sie, was habe ich Ihnen gesagt? Ich danke dir auch schön, Inge. So, zählen Sie es nach. Na, sonst sind wir ja klar. Ja, nun aber gleich los in die Werkstatt und her mit der Olga. Ich danke dir auch schön, mein Kind. Du Vater! Was alles passieren kann, wenn man seine Handtasche mal einen Augenblick aus den Augen verliert? Ja, der wichtigste Körperteil der Frau ist die Handtasche. Eine Frau kann zum Beispiel den Kopf verlieren, die Nerven verlieren, die Unschuld verlieren, das ist alles halb so schlimm. Aber die Handtasche, das ist schlecht. Also, Wiedersehen, Gitta. Wiedersehen. Was machst du denn heute? Ich nichts. Bleib zu Hause. Ach, da fällt mir ein. Gitta, gib mir doch noch mal den Kassettenschlüssel. Den Kassettenschlüssel, warum? Weil ich gerne noch eine Kleinigkeit weglegen wollte. Du weißt doch, für unsere Sommerreise. Ach so, ja, der Schlüssel. Ich weiß gar nicht. Du hast ihn doch sonst immer in deiner Handtasche. Nein, nein, in der letzten Zeit nie. Naja, ist eigentlich auch nicht. Also dann, bis heute Abend. Nee, du, heute Abend wollte ich eigentlich dem Chef bei der Bilanz helfen. Das kann allerdings ein bisschen sehr spät werden. Macht doch nichts. Wiedersehen. Wiedersehen. Prost! Bis vor, Charlie.
falls sie nicht binnen 8 Tagen. Niedrigenfalls. Wir sind aufs Tiefste befremdet. Wir freuen uns. Na, endlich mal was Gutes. Auf Ihre baldige Zahlung. Niedrigenfalls. Aufhören. Dampfschifffahrtsgesellschaft? Wozu hast du dir denn Dampfer gekauft? Ach nee, das ist eine Einladung. Hafen Dampfschifffahrt AG. Der Vorstand gibt sich die Ehre, Herrn Bruno Freiberg und Frau Gemahlin zu einer Fahrt nach Överade und zurück einzuladen. Mittagessen eingeschlossen, Tag beliebig. Sag mal, fällt dir eine Zeile auf diese Melodie ein? Ich wollte Geldbriefträger, wäre endlich da. Sieh mal nach, ob ich da bin. Gute Frau. Guten Tag. Bruno? Ich hab das Gefühl, du bist da. Frau Gitter. Ja. Ich habe genau gewusst, dass Sie wiederkommen. Ich musste ja wiederkommen, weil ich meine Tasche hier liegen gelassen habe. Scheint, dass wir uns immer nur wiedersehen, weil einer beim anderen etwas vergessen hat. Das wäre eine ziemlich traurige Liebesgeschichte, wenn es nur so wäre. Es darf überhaupt keine Liebesgeschichte sein. Das verstehe ich nicht ganz. Könnten Sie mir sagen, wohin das alles führt, wenn ich Sie danach fragen würde? Nein, wer weiß so etwas? Sehen Sie? Und deshalb ist es besser, es fängt gar nicht erst an. Aber Gitter, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Ich wollte heute Vormittag mit Ihnen hinausfahren, auf einen kleinen Dampfer nach Överade. Und abends... Tja, vielleicht wäre das sehr schön gewesen. Aber auf Wiedersehen, Herr Freiberg. Aber Gitter... So. Nun ist Gitter eigentlich ganz froh, dass sie die Sache hinter sich hat. Da, jetzt treibt ihr eigener Mann sie in die Wohnung zurück. Bruno glaubt natürlich, sein unwiderstehlicher Charme sei schuld. Ich wusste, dass sie so nicht gehen würden. Hören Sie auf. Stört es Sie? Das kann doch kein Mensch aushalten. Das geht doch jetzt schon eine Woche lang. Ja, wieso denn? Waren Sie denn immer zu Hause? Na, aber es ist doch alles gut. Nichts ist gut. Ich habe doch heute genauso wenig Geld wie vor Ihrer Woche. Da haben Sie noch Glück. Bei den meisten Menschen ist es inzwischen noch weniger geworden. Darf ich? Bitte. Wollen wir uns das hier mal ansehen? Ach, du liebe Zeit. Was denn? So viel? Wie kommt denn das? Für jemanden, der gar nichts bezahlt, kaufen Sie vielleicht ein bisschen zu viel. Wem wollen Sie denn mit all den hübschen Sachen gefallen? Meinem Mann. Und da brauchen Sie nicht zu weinen. Das ist doch sehr nett. Die meisten Frauen machen sich hübsch, darf ich mal, um anderen Männern zu gefallen. Ja, aber er guckt mich ja gar nicht an. Und ich denke, wenn ich mir immer was Neues anziehe, dann muss er es ja mal merken. Sehen Sie, Sie warten darauf. Ich warte darauf, dass Sie mir die Tür aufmachen und die Lieferanten warten auf Ihr Geld. Aber einmal muss ja Schluss sein mit der allgemeinen Warterei. Naja, aber Sie wollen ja nicht mit meinem Mann sprechen. Frau Brandt, wir bringen die Sache schon in Ordnung. Es war eine gute Idee von Bruno, eine Dampferfahrt vorzuschlagen. Das endlose Wasser und der Flug der Möwen geben zu poetischen Vergleichen Anlass. Und vielleicht weht auch einmal ein starker Wind. Und dann wäre es einfache Menschenpflicht, den Arm schützend um die Schulter der Dame zu legen. Aber was das Allerwichtigste ist, wenn das Schiff einmal fährt, kann niemand Störendes mehr auftauchen. Keine Kassierer, keine Ehemänner und keine Ehemänner, die Kassierer sind. Ist das schön? Geht's nicht doch, dass wir die ganze Fahrt mitmachen? Ausgeschlossen, leider. Aber wir haben ja auch so noch 2 Stunden. Ach, was sind 2 Stunden? Eine lange Zeit, wenn man sie sich nicht durch schlechte Laune verdirbt. Schauen Sie, die Sonne ist auch noch herausgekommen. Na, muss sie ja auch. Ich habe sie extra für Sie bestellt. Ist aber sehr aufmerksam. Schließlich weiß man ja auch, was sich gehört. Na nun, was ist denn das? Ach, bitte nicht das. Den Namen kenne ich doch. Naja, weil ich doch auf der Generalprobe war und deshalb. Ich bin sehr glücklich. Herr Freiberg, ich höre gerade, ich freue mich außerordentlich mit Ihnen vor. Würden Sie mir nachher das Vergnügen machen, meine Gäste zu sein? Ich werde unten in der Salonkajüte decken lassen. Sehr liebenswürdig. Ich danke Ihnen vielmals. Bis nachher. Thank you.
Wann werden wir uns wiedersehen? Darüber zerbrechen Sie sich jetzt schon den Kopf. Also heute Abend? Ich denke, da müssen Sie dirigieren. Ich habe nur die Premiere dirigiert. Ach so. Also heute Abend, ja? Ich glaube, wir müssen jetzt gehen, der Kapitän wartet. Nun, Frau Imhoff, essen Sie hier auf der Straße zu Mittag? Ja, es bringt der ambulante Beruf so mit sich. Und was machen die Geschäfte? Wir werden es nicht glauben, aber ein paar haben wirklich bezahlt. Aber was man dabei so alles sieht und hört, schön ist das nicht. Na, da haben Sie recht. Ich bin auch jeden Abend froh, wenn ich nach Hause komme, zu meiner Frau. Sie sprechen immer so nett von Ihrer Frau. Das werden Sie gleich begreifen. Sehen Sie sich doch mal hier das Bild an. Ach, das ist Ihre Frau? Ja, verstehen Sie mich jetzt? Sehen Sie? Nur sagen Sie gar nichts mehr. Aber das ist sicher nicht sehr leicht für Sie beide, dass Sie sie so viel allein lassen müssen. Ja, das war. Wann bin ich eigentlich das letzte Mal mit ihr ausgewiesen? Sehen Sie, Sie wissen es nicht einmal mehr. Ja. Und allein geht sie nirgendwo hin? Ja, da denkt man eigentlich gar nicht drüber nach. Aber jetzt, wo Sie das sagen, hätte ich direkt Lust, heute Abend mal mit ihr auszugehen und die ganze Bilanz schwimmen zu lassen. Aber wohin? Ins Paradiso zum Beispiel. Ja, ich gehe heute Abend mit ihr ins Paradiso. Charlie, wo steckst du denn? Charlie! Weißt schon das Neueste? Du hast heute Abend was vor. Ah, hast du es auf dem Schiff erfahren? Ja. Dann bist du also mit dem Kapitän verabredet. Du, hör mal zu, im Ernst. Still. Er kommt. Wer? Na, wer? Ach, ist das herrlich, wenn man seinen wackeren Mann auf sich zukommen sieht. Mit sicheren, festen Schritten. Immer näher und näher. Jetzt ist er ganz dicht vom Haus. Was ist denn das? Der geht ja vorbei. Machen wir jetzt. Jedenfalls machen wir nicht mehr auf. Wer auch immer klingelt. Hier kann man jedenfalls lernen, dass man jedenfalls nie jedenfalls sagen soll. Bruno und Charlie glaubten, das Glück sei an ihnen vorbeigegangen. Aber in Wirklichkeit hat es nur einen kleinen Umweg gemacht. Nee. Sowas wie dich haben wir gerade gewartet. Wieder mal ein Quälgeist weg. Wenn man bloß wüsste, wer es war. Du, vielleicht wollte das nette Mädchen die 5 Mark wieder haben. Ich schau mal nach. Weißt du, wer geklingelt hat? Der Geldbriefträger! Können Sie mich bitte mit hinaufnehmen? Aber gern. Danke. Was haben Sie denn, meine Herren? Das fragen Sie noch? Na, wollen wir mal sehen. Bloß keine Nachname. Nur keine Angst. Wie viele Stellen stehen denn vom Kummer? 4. Na, hoffentlich werden Sie nicht so bald pensioniert. Warum? Wir möchten Sie noch recht oft in unserer Mitte begrüßen. Mensch, Charlie. Wir wollen nie wieder was gegen die Post sagen. Du, von dem Geld abfährt aber kein Mensch was, sonst bleibt wieder mal nichts übrig. Kein Mensch. Du, Charlie, tu mir mal einen Gefallen. Diesen Moment jeden. Breit mal das ganze Geld hier aus. Hm. Ein wunderbarer Anblick. Wie kommen Sie denn? Ach, die Tür war wieder mal so einladend offen. Du, Charlie, die junge Dame kriegt jetzt erstmal ihre 5 Mark. Und noch 918 dazu. Liebes Fräulein, wenn Sie wüssten, wie lange wir auf das Geld gelauert haben. Ich auch? Eben, da kommt es doch jetzt auf eine Stunde auch nicht mehr an. Wir wollen es doch nicht überhasten. Man muss es ja schließlich noch mal nachzählen. Oh, ich helfe Ihnen gerne ein bisschen. Und dann muss es auch ein bisschen verteilt werden. Sie sind ja schließlich nicht die Einzige. Eben darum. Deshalb möchte ich wenigstens die Erste sein. Bruno, was sagst du zu dieser Hartnäckigkeit?
Sie kriegen ihr Geld. Hier bei Freiberg. Musikverlag Rondino. Wo der versprochene Schlager bleibt. Hören Sie, ja, den Text habe ich ja soweit fertig, ja. Nur Bruno hat die Musik leider noch nicht geschrieben, nein. Moment mal. Hier, Freiberg, wenn ich Sie unterrichten darf, die Musik ist vollkommen fertig. Nur vom Text existiert leider noch keine Zeile. Hallo, hören Sie, er irrt sich. Aber naja, ist egal. Morgen früh haben Sie die Nummer. Wie? Wann bei uns morgen früh ist? Spätestens übermorgen. Wiederhören. Wie kannst du behaupten, mein Text sei noch nicht fertig? Wenn ich mich nicht irre, hast du dasselbe eben von meiner Musik behauptet. Ach, ist sie vielleicht fertig? So gut wie dein Text schon lange. Mit einem Wort, du hast es vergessen. Ja, weil du mich mal wieder nicht daran erinnert hast. Entschuldigen Sie, meine Herren, wie wäre es denn, wenn Sie sich einigen würden? Ich will dir mal was verraten, mein lieber Freund. Du kannst von großem Glück sagen, dass du so einen friedlichen Mitarbeiter hast. Du hast mir gerade noch zu meinem Glück gefehlt. Bitte? Du hast mir gerade noch zu meinem Glück gefehlt. Das musst du mir sagen, ausgerechnet du. Ausgerechnet du. Ausgerechnet du. Na, jedenfalls habe ich mir alles ganz anders vorgestellt. Unsere Zusammenarbeit und so. Ich habe mir alles so ganz anders vorgestellt. Hab ich auch. Mein Gott, was hatte ich für Angebote? Aber dann kamst du. Aber dann kamst du. Ausgerechnet du. Herr Freiberg, ich möchte Sie doch noch mal daran erinnern. Moment, seien Sie mal friedlich. Du hast mir gerade noch zu meinem Glück gefehlt. Ausgerechnet du. Sag mal, ist das deine neueste Methode, mich zum Wahnsinn zu bringen? Das hast du gar nicht mehr nötig. Ich träume sowieso schon von dir, bei Tag und Nacht. Und trotzdem träume ich immer von dir bei Tag und Nacht. Du hast mich um den allerletzten Restverstand gebracht. Sag mal, ist dir denn gar nichts heilig? Du komponierst unseren Krach. Ruhe. Rondino Verlag? Hier Freiberg. Hallo Direktor. Ihr Schlager war natürlich längst fertig. Wir hatten nur im Moment das Manuskript verloren. Bitte hören Sie. Halt. Du hast mir gerade noch zu meinem Glück gefehlt. Ausgerechnet du. Ausgerechnet du. Ich hab mir alles so ganz anders vorgestellt. Aber dann kannst du. Ausgerechnet du. Und trotzdem träum ich immer von dir bei Tag und Nacht. Du hast mich um den allerletzten Restverstand gebracht. Du hast mir gerade noch zu meinem Glück gefehlt. Ausgerechnet du. Ausgerechnet du. Na? Danke, verkauft. Nein! Siehst du, Charlie, wir sollten uns öfter mal zanken. Ja, wirklich. Wo ist ein Notenpapier? Der Schlager muss jetzt erstmal sauber aufgeschrieben werden. In diesem Hause findet man aber auch gar nichts. Vielleicht ist es das? Danke. Ach, Sie sind ja auch noch da. Das ist aber nett. Ja, na, ich warte doch noch immer auf das... Ach ja, natürlich. Du, Charlie, du schreibst den Text auf und machst die Vorstrophe. Ja, ja, und ich? So, ja, wie viel ist es denn? Hallo? 918. Moment, ja? 918? Bruno, für dich. Gitta. Gitta? Ich kann heute nicht. Nein, es geht wirklich nicht. Mein Mann hat seine Arbeit für heute Abend abgesagt, er will mit mir ausgehen. Das ist aber schade. Und morgen? Guten Morgen früh. Wiedersehen. So, jetzt kriegen Sie aber wirklich Ihr Geld. Wie viel war es noch? 918, wie? Herrn Bruno Freiberg. Eigentlich kein schöner Beruf, Tag für Tag mit so Leuten wie uns zu tun zu haben. Oh, es gibt noch Schlimmere als ich. So, das ist aber tröstlich. Ich hoffe, dass Sie nicht so viel Umstände mit uns gehabt haben, Fräulein. 920, Inge Imhoff. So, bitte sehr. Einen Moment, Sie bekommen noch 2 Mark heraus. Ich überlege gerade, wie ich das wieder ein bisschen gut machen kann. Hätten Sie Lust, heute Abend mit mir auszugehen? Danke sehr. Heißt das ja oder nein? Ach, ich habe es eigentlich auf das Geld bezogen. Eigentlich? Das heißt also... Wo würden Sie denn hingehen? Ja, wo möchten Sie denn gern hingehen? Och, mir wird schon irgendetwas einfallen. Freust du dich, dass ich mich heute Abend für dich freigemacht habe? Ja, es ist nett von dir. Ich bin auch froh. Sonst hätte ich heute Nacht über der dummen Bilanz gesessen und du wärst allein zu Hause gewesen und hättest die Wände angestarrt. Thank you.
Sieh mal an, Bruno Freiberg. Wo? Hier. Er hat die Musik zu dem Programm geschrieben. Ach so. Na und? Das ist einer meiner anhänglichsten Kunden. So. Meine Herrschaften. Flasche Sekt, bitte. Hausmarke. Sekt? Ja. Warum soll ich nicht auch mal leichtsinnig sein? Guten Abend, Herr Freiberg. Guten Abend, Max. Wir dachten, diesen Tisch für Sie auf Freiberg. Hm? Ist das recht so? Danke, ja, sehr schön. Ich will nur schnell die Kapelle begrüßen. Ja. Land Freiberg. Hast du meine neue Nummer heute Nachmittag bekommen? Du hast ja mächtig eilig gehabt. Na, wird's denn klappen? Du wirst ja gleich hören. So, da wäre ich wieder. Was trinken wir denn? Vielleicht diesen Niersteiner äußerst empfehlenswert? Eine sehr gute Lage. Was meinen Sie? Ach nein, nehmen wir lieber den. Da ist die Preislage besser. Bitte? Oder wollten Sie lieber den anderen? Also ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, was ich will. Wieso lasse ich mir das eigentlich alles gefallen? Vielleicht, weil Sie selbst einsehen, dass jemand, der Schulden hat, nicht unbedingt den teuersten Wein bestellen muss. Woher wissen Sie, dass ich noch Schulden habe? Weil ich auch noch 5 Mark von Ihnen bekomme. Ach, verzeihen. Wissen Sie, der Mann, der Sie mal heiratet, der hat nicht zu lachen. Vielleicht. Aber dafür hat er bestimmt keine Schulden und keine Löcher in den Strümpfen. Wollen Sie etwa behaupten, dass ich Löcher in den Strümpfen hätte? Nein. Sie werfen ja die Alten immer fort. Ich kenne doch Ihre Strumpfrechnung bei Colbert. Darf es sonst noch etwas sein? Das müssen Sie die junge Dame fragen. Danke, nein. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt außerhalb unseres Programms den neuesten Fox von Bruno Freiberg. Es singt Elga Reiner. Text wie immer Charlie Stein. Das Lied von heute Nachmittag. Ja, ich dachte, es würde Ihnen Freude machen, weil Sie doch bei der Entstehung dabei waren. Ich kenn mich selber nicht mehr aus, was ist das bloß? Was ist das los? Ich weiß nicht was, ich weiß nur eins, da ist was los. Da ist was los. Wenn ich mir richtig überlege, fürcht ich fast, was? Dass du von mir Besitz ergriffen hast. Okay. Du hast mir gerade noch zu meinem Glück gefehlt. Ausgerechnet du. Ja, du. Ausgerechnet du. Ja, du. Ich hab mir alles so ganz anders vorgestellt. Aber dann kamst du. Ja, du. Ausgerechnet du. Ja, du. Und trotzdem träum ich immer von dir bei Tag und Nacht. Du hast mich um den allerletzten Restverstand gebracht. Du hast mir gerade noch zu meinem Glück gefehlt. Ausgerechnet du. Ja, du. Ausgerechnet du. Gefällt Ihnen der Schlager? Er gefällt mir gut. Aber für mich haben Sie den ja noch nicht geschrieben. Nicht direkt, aber wenn ich es mir überlege, passt er eigentlich ganz gut auf Sie. So, finden Sie? Mhm. Also trinken wir auf Ihren, meinen, unseren Schlager. Eigentlich müssten wir ja sogar darauf tanzen. Da ist ja Freiberg. Die junge Dame, mit der er tanzt, kenne ich übrigens auch. Was haben Sie denn auf einmal? Nichts, ich habe eben nur einen Bekannten entdeckt. Ja, Herrn Schäfer mit seiner Frau. Mit seiner Frau? Ja, wussten Sie das nicht? Nein.
bei Tag und Nacht. Du hast mich um den allerletzten Restverstand gebracht. Du hast mir gerade noch zu meinem Glück gefehlt. Ausgerechnet du. Ausgerechnet du. Kommen Sie. Wir müssen unbedingt Herrn Schäfer begrüßen. Guten Abend, Herr Schäfer. Guten Abend, Fräulein Imhoff. Das war nett. Fräulein Imhoff ist sozusagen eine Kollegin von mir. Und das ist der berühmte Herr Bruno Freiberg. Meine Frau. Meine Frau? Guten Abend. Ihre Frau kenne ich ja schon, Herr Schäfer. So? Natürlich, Wolfgang Straße. Wolfgang Straße? Ich weiß gar nicht, wieso. Doch. Dort hat mir Ihr Mann ein Bild von Ihnen gezeigt. Er hat mir viel von Ihnen erzählt. Wollen Sie nicht ein bisschen zu uns setzen? Nein, nein, wir gehen gleich. Wir wollten Ihnen nur guten Abend sagen. Ich habe mich so gefreut, als ich Sie hier sitzen sah. Das haben Sie bei Ihrer vielen Arbeit wirklich verdient. Ich glaube, wenn all die Stufen zusammenkämen, die Herr Schäfer schon in seinem Leben gestiegen ist, dann müsste er schon längst im Himmel angekommen sein. Doch, na, na. Doch, doch. Das wissen Sie genauso gut wie Ihre Frau. Ja, jetzt müssen wir uns leider verabschieden. Also dann noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. 13, das Mädel, was? Nett und gescheit. Es scheint so. Ich wundere mich eigentlich, dass sie mit dem Herrn Freiberg zusammen da ist. So? Ja, tut mir fast leid fürs Mädel. Er ist ein bisschen sehr leichtsinnig und wer weiß, auf was geht uns das an? Ist heute hier so schön und wir gehen so selten zusammen aus. Sie haben also gewusst, dass der Schäfer heute Abend mit seiner Frau hier sein will? Natürlich. Und deshalb haben Sie das Paradieser vorgeschlagen? Ja. Sagen Sie mal, wer gibt Ihnen eigentlich das Recht, sich in fremde Dinge zu mischen? Und Sie mischen sich nicht in fremde Dinge. Wieso? Ich meine diese Ehe da. Na und, was geht Sie das an? Einer muss es Ihnen ja schließlich einmal sagen, dass nicht alles Ihnen gehört auf dieser Welt. Man kann nicht immer nur nehmen und nehmen, ohne zu fragen, was es kostet. Wieso? Sie sind nämlich dabei, Herrn Schäfer alles zu nehmen. Alles. Aber wer es bezahlt, darüber machen Sie sich keine Gedanken. Gute Nacht. Das Schicksal hat ja gesagt, sag du. Das Schicksal hat ja. Das Wort zahlen hat für Bruno plötzlich einen ganz neuen Sinn bekommen. Früher hat er gedacht, ach, die paar Schulden, die zahle ich schon gelegentlich. Aber jetzt merkt er auf einmal, dass er sich selbst etwas schuldig ist. Da muss man dann auch mal Nein sagen können. Kommt zu den Akten. Heute ist es noch verwirrende Gegenwart, aber eines Tages wird es eine süße Erinnerung sein. Warum machst du denn das? Naja, Gitter kann doch jeden Moment kommen. Und da versteckst du das? Ich denke, bei dem Lied habt ihr euch kennengelernt. Na, das ist es ja gerade. Es brauchen doch nicht unbedingt die Noten hier herumzuliegen, wenn ich... Ich muss dir doch sagen, dass es aus ist. Na, das hätte ich ihr schon sagen können, als es anfing. Lass das! Die Schlamperei in diesem Hause hört jetzt auf! Auch eine Art von Ordnung, anderen Leuten den Dreck auf den Kopf zu speisen. Aha. Ich verbiete dir auch nur noch ein einziges Wort gegen dieses junge Mädchen zu sagen. Bruno, du wirst doch nicht... Was denn? Ach, keine Spur. Naja. Es wäre ja auch geradezu widernatürlich, sich in eine Kassiererin zu verlieben. Wenn Frauen irgendwo zusammentreffen, beginnen sie sofort zu klatschen. Das ist bei Männern anders. Der Natur des Mannes ist der Klatsch fremd. Männer sprechen über wichtige Fragen des Lebens. Politik, Sozialprobleme, Kulturelles. Hören wir mal. Tag, Karl. Tag. Na, läuft deine Olga wieder? Ja, dann ist sie wieder ganz gut zu Fuß. Hat die Inge das Geld doch noch aufgetrieben? Ja, sie hat sich am Vorschuss geben lassen. Ach so. Was ich noch sagen wollte. Ja? Weißt du, ich habe da gestern Abend einen jungen Mann abgeholt. Von der Wolfgangstraße 19. Na und? Und der hat an der Ecke Hausmannstraße ein junges Mädchen mitgenommen. Ja, das tun junge Männer manchmal. Und die beiden habe ich dann ins Paradiso gefahren. Weißt du, so ein Nachtkabarett. Oh, so eine spannende Geschichte. Ist es? Das Mädchen war nämlich deine Tochter. Mach doch keine dummen Witze. Meine Inge? Ja? Guten Morgen, gnädige Frau. Bitte. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen. Schäfer.
Bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Nun, wie kann ich Ihnen helfen? Es handelt sich gar nicht um mich, Herr Doktor. Ich wollte Sie nur gerne etwas fragen. Ja, bitte. Ich bin da nämlich mit einem Ehepaar bekannt. Und da stimmt es nicht ganz. Naja, sowas gibt's. Der Fall liegt so. Die Frau ist sehr nett, ist auch noch ziemlich jung. Aber sie, ja, sie hat auf einmal plötzlich die Nerven verloren. Mhm. Und wie äußert sich das? Ja, also sie putzt sich den ganzen Tag, steht dauernd vorm Spiegel und kauft und kauft und kauft, behängt sich mit neuen Kleidern, macht Schulden, von denen der Mann nichts weiß. Na, also bis jetzt sehe ich da noch kein Nervenleiden. Nein, nein, aber passen Sie mal auf. Sie ist ganz niedergeschlagen und weint und ist ganz außer sich und behauptet auch noch, ihr Mann wäre an allem schuld. Na nu, wieso denn das? Weil er nämlich keinen Blick für sie hätte. Er sehe sie nicht einmal an. Na ja, wenn die Sache so liegt, da braucht man sich doch nicht weiter zu wundern. Das ist psychologisch ein ganz einfach gelagerter Fall. Die Frau fühlt sich vernachlässigt, will es erzwingen, sieht wieder keinen Erfolg, stört sich erneut in Schulden und dann wird das eine Schraube ohne Ende. Ja, ja, Herr Doktor. Aber man muss den Mann ja auch verstehen. Er ist beruflich sehr in Anspruch genommen und... Trotzdem, das ist gar keine Entschuldigung. Aber ich meine, das ist doch eigentlich mehr Sache des Ehemanns. Ob ich da helfen kann? Doch, Herr Doktor, Sie können. Vielleicht sollten Sie erst mal mit dem Ehemann reden. Ich bin ja gerade dabei. Wie bitte? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Du, Minnie, was ich noch sagen wollte. Ja, ist etwas? Ja, nein, ich wollte sagen, wie reizend du heute wieder aussiehst. Aber, Georg! Na, das geht hier ja heute in einer Geschwindigkeit. Ja, ich hab's ein bisschen eilig. Entschuldigen Sie bitte. Ach, da brauchen Sie bei mir nicht zu entschuldigen. Mir ist das so lieber als umgekehrt. Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten, Herr Schäfer? Ja, danke schön, Herr Freiberg. Na, nur haben Sie auch erst mal ein bisschen Ruhe vor mir. Und nach einer Weile ist dann hier alles bezahlt. So, bitteschön. Nee. Lassen Sie mal, Herr Freiberg. Auf Wiedersehen. Als Herr Schäfer vorhin diese Treppe heraufkam, da hatte er die schöne Absicht, eine Ehe in Ordnung zu bringen. Jetzt geht er dieselbe Treppe hinunter und muss sich fragen, und was ist mit meiner Ehe? Guten Tag, Herr Colbert. Guten Tag. Da bin ich wieder. Na, Frau Niemoff, wie sieht's aus? Es könnte nicht besser sein. Na nu, haben Sie schon ein bisschen was kassiert? Wenn Sie das ein bisschen nehmen? Das ist ja... Alles. Ja, was wollen wir denn dazu sagen? Was Sie mir versprochen haben, wenn die Kunden bezahlen, werde ich wieder eingestellt. Warum stehen Sie noch nicht hinter Ihrem Tisch? Weil ich erst noch einen kleinen Vorschuss brauche. In welcher Höhe? 300. Bitte? Danke. So. Was soll das? Ich hatte mir nämlich bereits erlaubt. Jetzt stimmt's wieder. Ja, wie war's sonst? Was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht? Ach, Herr Colbert, fragen Sie mich nicht. Nie wieder kassieren. Man zahlt nur drauf. Du Gitter. Ich muss mit dir reden. Du musst verstehen. Die Sache mit uns beiden. Was ist denn? Was hast du denn? Mein Zigarettenetui. Ich kann es doch nur hier liegen gelassen haben. Es wird sich schon finden. Ich verstehe das gar nicht. Aber nun hör doch mal zu. Ich habe nämlich seit gestern... Ich wusste doch vorher nicht, wer dein Mann ist. Sonst... Bitte sei mir nicht böse. Aber Bruno, wir sind uns doch ganz im Klaren beide. Und alles, was zu sagen ist, hat uns ja das Mädchen gestern Abend gesagt. Du machst es mir ja sehr leicht. Es ist ja auch gar nicht so schwer. Und man weiß, was man zu tun hat. Und ich glaube, seit gestern Abend wissen wir es beide. Ich sehe es nirgends. Charlie! Vielleicht weiß Charlie. Hast du hier ein Zigarettenetui gesehen? Ich glaube, es hat hier irgendwo eins gelegen.
War denn irgendjemand hier? Ja, dein Mann. Mein Mann? Leb wohl. Oh, Backe. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Mit etwas Fantasie kann man sich vorstellen, wie Gitta jetzt zumute ist. Mit etwas mehr Fantasie hätte sie selbst sich aber auch vorstellen können, was sie im Begriff war, ihrem Manne anzutun. Vielleicht hätte ihr das Vergnügen des Anbandelns dann gar nicht dafür gestanden. Ja, etwas mehr Fantasie. Da würden sich die Menschen viel seltener wehtun. Du bist ja heute schon so früh zu Hause. Ja, mit meinen Geschäften ist ziemlich schnell gegangen. Und? Hast du wenigstens Erfolg gehabt? Ich bin ganz zufrieden. Wo warst du denn? Da und dort. Überall. Ich weiß gar nicht, wo mein Zigarettenetui geblieben ist. Dein Zigarettenetui? Ich glaube, das habe ich heute früh in deiner Schublade gesehen. Aber das ist doch ausgeschlossen. Frau Imhoff? Ja? Ich glaube, Sie können jetzt Schluss machen. Ja, danke, Herr Colbert. Guten Abend, Herr Colbert. Bin ich zu spät? Aber nein, Herr Freiberg. Würden Sie Herrn Freiberg bitte eben noch schnell bedienen, Frau Imhoff? Bitte, gern. Was darf es sein? Ich hätte gern einen Zylinder. Größe 56. Da hätten wir hier die allerbeste Ausführung. Tja. Ich wollte eigentlich etwas Einfacheres. Etwas Einfacheres, bitte sehr. Steht mir sowas? Kostet 38 Mark. Der tut's. Die Rechnung sollen wir Ihnen wohl am ersten schicken. Wie kommen Sie denn darauf? Ich zahle selbstverständlich sofort. So, und jetzt brauche ich noch, warten Sie mal, die entsprechende Krawatte. Passend zum Zylinder? Also schwarz. Handelt es sich um einen Trauerfall? Wie man es nimmt. Ich will heiraten. Also weiß. Bitte sehr. Glauben Sie, dass diese Form meiner Frau gefallen würde? Ich bin über den Geschmack Ihrer Frau Gemahlin leider nicht informiert. Sagen Sie das nicht. Ich weiß nur eins, die Dame hat nichts zu lachen. Vielleicht. Aber dafür habe ich wenigstens keine Schulden mehr und keine Löcher in den Strümpfen. Dürfen wir Ihnen das zuschicken? Wie war doch gleich die Adresse? Die müsste eigentlich hier bekannt sein. Denn wenn ich mich recht erinnere, war doch verschiedentlich eine kleine, reizende Kassiererin Ihrer Firma bei mir. Denken Sie, ich habe mich richtig gegen den Sie verliebt. Aber Sie wollten nichts von mir wissen. Vielleicht hatte sie Ihre Gründe. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Tja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es Verschwendung. Aber ich brauchte eigentlich noch einen Kragenknopf. Einen Kragenknopf? Mhm. Bitte sehr. Verzeihen Sie, ich möchte mir selbst einen aussuchen. Denn für das reizende Mädchen, das ich heirate, ist der schönste Kragenknopf der Welt gerade gut genug. Wie wär's mit dem da? Ja. Gefällt er Ihnen? Ja. Er gefällt mir gut. Verzeihen Sie, darf ich mal telefonieren? Mhm. Charlie? Du, wir kommen gleich mit der Taxe nach Haus. Bestell doch mal ein kleines Festessen bei Gablonski. Warum? Weil ich mich eben verlobt habe. Was meine Braut am liebsten ist? Bezahlte Sachen. Na, da wird Inge aber mächtig sparen müssen, um Ordnung in Brunos Finanzverhältnisse zu bringen. Wenn man sparen will, muss man am besten eine Taxe nehmen. Dann kommt man rasch nach Hause und kann gleich mit dem Sparen anfangen. Wolfgangstraße 19. Schön. Wie im Film beim Happy End. Schade, dass Vater Imhoff das nicht sieht. Andererseits, vielleicht ist es ein Glück, ne? Denn wenn er gemerkt hätte, dass das seine Tochter ist, dann, ja, da ist den beiden vielleicht doch etwas erspart geblieben. Mit Küssen sparen die beiden jedenfalls nicht.
2,50 bitte. Da. Jetzt hat Vater Imhoff seine Tochter doch erkannt. Ich fürchte, jetzt wird Inge etwas mehr kassieren, als ihr lieb ist. Du bist das, Inge? Und auch noch in meiner Taxe? Was erlauben Sie sich? Ich weiß Bescheid. Ich habe das Gefühl, Sie sind der Vater. Du kannst meinem Verlobten nicht einfach an der Ohrfeige hauen. Verlobt? Davon weiß ich ja gar nicht. Ich hab's auch eben erst erfahren. Folge mir deine Hand, mein Junge. Sehr gern, Vater Imhoff. Aber die Verlobung, die feiern wir oben. Das soll ein Happy End sein? Zwei Ohrfeigen und strömender Regen? Ja, es ist ein Happy End. Denn man sieht deutlich, mit Inge und Bruno geht es aufwärts. Hat Charlie nicht ein bisschen viel bestellt? Naja, es soll ja zugleich auch ein Abschiedsessen sein. Denn die drei haben sich fest vorgenommen, ab morgen nie mehr Schulden zu machen. Darum sagt Charlie auch ganz wehmütig zum allerletzten Mal: Kommen Sie am 1.